Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Mein Name ist Olli und ich begrüße euch zum neuen Hearthstone-Adventure, die Forscherliga. Freunde, ich habe mich wirklich die ganze Woche so dermaßen drauf gefreut. Warum die ganze Woche? Weil, ja, BlizzCon 2015, da haben sie es bekannt gegeben, dass es dieses Adventure überhaupt geben wird. Und eine Woche später war es da. Krass. Wir haben jetzt hier den, wievielten haben wir heute? Den 13., glaube ich? Ja, den 13.11. Wir schreiben die Uhrzeit ungefähr, ich glaube 0.25 Uhr ist gerade. Also, hab wirklich gar nicht mehr stillsetzen können, bis es endlich freigeschaltet wird. Und es wurde freigeschaltet, ich hab's erworben, sofort. Und wir werden uns sofort ins Abenteuer stürzen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich vor allem dieses Adventure schlagen wird, im Gegensatz zu Naxxramas und der Schwarzfels, weil es sind erstmal diesmal nur vier Flüge. Und es ist auch, wie ihr jetzt schon seht, so ein bisschen Indiana Jones mäßig aufgezogen. Aber nicht so episch. Es geht auch diesmal nicht irgendwie um Raids oder böse Bösewichte, um irgendwelche Berühmten, sondern diese vier nicht unterschiedlicher sein könnten, was auch immer ihr wisst, was ich meine, Figuren hier, ja, sind nicht wirklich bekannt. Aber wer sie sind, was ihr eigentliches Ziel in Azeroth ist und was so ihre Aufgaben sind, das erkläre ich euch am besten auf dem Weg. Wir gehen wir nämlich jetzt zum ersten Flügel, dem Tempel von Orsis. Puh. Oh Mann. Ein Ticket, das verbrennt. So sieht's aus. Okay. Okay. Eine Pyramide. Der Teil des Stabes liegt im uralten Tempel von Orsis. Reno ist schon da und braucht eure Hilfe. Genau, Reno Jackson wird der erste der vier Mitglieder der Forscherliga sein, die uns hier durch den ersten Dungeon leiten werden, nämlich den Tempel von Orsis. Soviel ich jetzt verstanden habe, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber ich glaube, das sind alles vier Dungeons, die es damals in der Gegend Uldum waren. Die sind praktisch beim linken Kontinent von Azeroth ganz unten in Uldum. Und das hier ist praktisch unser erster Tempel, unser erster Dungeon, der Tempel von Orsis. Die Forscherliga sind nämlich praktisch eine Fraktion von Archäologen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alte Relikte und alte Artefakte zu finden, insbesondere die von den Titanen, also den Erschaffern der Welt, um halt ein bisschen mehr Informationen darüber zu finden, sind halt Wissenschaftler, die wollen halt einfach alles wissen. Und hier fängt unsere Suche an nach dem Stab der Ewigkeit, glaube ich war es, der aber in mehrere Teile zersprungen ist und den wir jetzt eben in diesem Dungeon suchen. Und wir fangen, wie gesagt, mit Tempel von Orsis an. Aber er musste ja unbedingt an der glänzenden Lampe reiben, die er gefunden hat. Okay, ein Genie ist unser erster Boss. Zinarr. Intuition des Djinns. Zieht eine Karte, gebt euren Gegner eine Wunschkarte. Okay, der zieht eine Karte und wir kriegen eine Wunschkarte. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was diese Wunschkarte ist. Teil des Stabes. Helft Reno, das erste Teil des Stabes zu finden. Nein, Reno, nicht an der Lampe reiben. Okay. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen mal so einen kleinen Basic-Shaman und versuchen unser Bestes. Oh Mann. Ich bin so gespannt. Gegen Sina! Ah, neues Feld gibt's ja auch. Stimmt. Ich glaube sogar zwei neue, oder? Als Belohnung gewähre ich euch einen schnellen Tod. Hallo Mai. Okay. Nebelrufer können wir jetzt in den ersten nicht. Jungs, jetzt hört mal auf, mich hier voll zu schreiben. Was ist denn mit euch los? Genau, den Nebelrufer brauchen wir jetzt nicht. Und dafür kriegen wir ein Feuerelementar, was natürlich nicht ganz so geil ist. Naja. Ja, gut, werden wir unsere ersten Züge machen, wird... Ich bin Reno Jackson, weltbekannter Archäologe, Forscher und Jäger verlorener Schätze. Mit der Selbstbeherrschung einer Elster. Ja, er hat eben diesen Djinn gerufen. Blöd gelaufen. Ja, genau. Also während der ersten Züge können wir vielleicht ein bisschen auf den Tempel von Orsis an sich eingehen. Was haben wir hier? Entdeckt einen Diener. Ah, das ist diese neue Entdeckungsfähigkeit. Okay, ein Staubteufel. Wir können ein bisschen auf den Tempel von Orsis eingehen, denn der Tempel ist wirklich mal was ganz Besonderes. Dieser ist nämlich früher eine Stadt gewesen, die anscheinend Deathwing, den bösen Drachen, also... Ne, den Oberboss-Drachen verärgert haben und deswegen
ein versunken ist im Sand durch einen Sandsturm, weil Deathwing dann zu Al'Akir, dem Windlord, schlechthin, ne, also so, gibt es so vier Elementarlords, Ragnaros ist einer davon, Al'Akir ist der Windlord, auch ein Hero, eben auch eine Legendary vom Shami. Und der hat dann einen Sandsturm gesendet und hat das ganze Ding da versenkt. Der Anführer, oder ich glaube der Prophet dieses Stammes, der dort gewohnt hat, hat aber noch ein geheimes Zepter gehabt, was er noch vor seinem Tod verstecken konnte. Das war damals, glaube ich, im Raid irgendwie die Aufgabe, das Ding zu finden. So, was kriegen wir denn jetzt hier? Jägerin der Klingenhauer, Eisheuler und der Rumpel der Elementar, der ist neu, fügt einem zuwilligen Feind 2 Schaden zu, nachdem er einen Diener mit Kampfschrei gespielt hat. Haben wir irgendwas mit Kampfschrei? Nö, ich nehme... Oh, ist auch fuck, ich dachte, man muss die anderen dissen, so wie bei... Fail number one. Es ist wirklich nett, dass ihr uns Wünsche erfüllt, während ihr versucht, uns zu töten. Okay, ich merke schon, das wird dann doch mit ein bisschen Humor verbunden sein. Ich habe vor allem noch gar nicht hier angefangen, hier mein Energy hier zu trinken. Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt wieder so einen Wunsch bekommen. Mal gucken. Haben wir einen Drachen? Nö. Froststund ist auch kacke. Den Bergriesen nehmen wir mal. Den können wir vielleicht später noch spielen. Okay, wir haben nur Crackle, was wir jetzt wirklich machen können. Frage ist nur... Ich mach mal Crackle auf den. Manche werden sich vielleicht jetzt fragen, warum, aber... Ich meine, gut, sterben muss er so oder so, der macht so viel Schaden, der Staubteufel. Danke. Und wenn ich den jetzt damit angreifen würde, könnte er eben meinen Totem mit seinem Irrwisch töten. Das wäre doof. Das ist auch eine neue Karte. Der Affe mit Waffe. Habe ich euch jemals davon erzählt, wie ich als Oger verkleidet den Düsterbruch infiltriert habe? Nein, hast du nicht, ja. Aber... Okay, der... Die scheinen sich untereinander sehr gut zu verstehen, die Gentlemen, beziehungsweise die eine Lady. Ja, jetzt gehe ich doch mal mit dem Totem rein. Doch mit dem Totem. Und guck mal, was wir hier kriegen. Legt einen zufälligen Diener aus der Hand jedes Spielers. Bis jetzt wäre es ja... Wird sich's eigentlich immer lohnen? Aufhört-Bot. Ich glaube, ich nehme einen Aufhört-Bot, weil der bei Schamane meistens recht witzig ist. So. Aber es ist echt ein interessantes Ding, muss ich sagen. Interessante Fähigkeit. Gut, das war's mit dem. So. Mal sehen, was jetzt kommt. Okay, wir haben den. Oder davon, wie ich mich durchs Lyzeum im Schwarzfels geschlichen habe. Auf der Suche nach... Ja? Okay. Windzorn. Windzorn zum Finnischen? Fragezeichen. Ja. Nehmen wir das mal. Dann Geisterwölfe, dass das Ding nicht durchkommt. Und Crackle auf ihn. Ich möchte mal ein bisschen im Control bleiben während dieses Spiels, weil ich weiß halt leider echt nicht, was er macht. Ne? Was dann noch so kommt, aber bis jetzt geht's. Bis jetzt ist es wirklich noch in Ordnung, was der so abzieht. Ah, die vergessene Fackel. Okay, das war zum Beispiel schon mal doof. Der hätte jetzt eigentlich die 3 Schaden auch auf den rechten Wolf machen können. Gut für uns, denn ja, jetzt können wir zumindest mal Windzorn auf ihn machen. Ein bisschen Schaden anrichten. Können ja auch nochmal gucken, was wir kriegen. Ah, der Tuskan, nice. Nehme ich. Einer meiner Lieblings-Schamanen-Karten. Der Totemiker der Tuskan. Wo ich mich unheimlich schwer getan habe, am Anfang den ohne Zündeschlange auszusprechen. Ich krieg's immer noch nicht hin. So, was haben wir hier? Und die lodernde Fackel kriegt er natürlich sofort. Man muss wirklich sagen, das spielt nicht wirklich schlau. Okay, der ist voll auf Windzorn. Kann man machen. Stellt euch nur vor. Der Schaft der Sonne. Hoho, der ist bestimmt ein hübsches Sümmchen wert. Er steht nicht zum Verkauf. Okay, was haben wir hier? Quadrant, Tempel, was weiß ich. Kriegt ein Geheimnis wahrscheinlich nicht. Ich nehme ihn mal. So. Ja, bis jetzt sieht es doch eigentlich ganz ordentlich aus, oder? Den finde ich auch bis jetzt echt für den allerersten Boss recht. Also vom Thema her passt er natürlich sehr gut. Und auch von der Schwierigkeit ist er eigentlich recht einladend, kann man sagen. Bitte noch mehr Windzorn. Aber gut, passt ja, ne? So ein schön Djinn, ne? Wind. Aber gut. Wir haben jetzt hier mal 10 Schaden auf dem Feld. Können wir den schon finishen? Wir könnten halt... Kriege ich Windzorn irgendwie hin? Wir könnten natürlich beliefen.
Wir könnten tatsächlich beliefen. Easy, Junge. Boots, Junge. Bam. Und bam. Deswegen auf Vertotron. Nice. Der hat Spaß gemacht. Der war echt cool. Weiter. Der Schaft befindet sich gleich hinter diesem Durchgang. Okay. Jinder Zephire. Jeder Zauber, den ihr auf einen anderen befreundeten Diener wirkt, wird doppelt... Ich kann nicht mehr lesen. Tut mir leid. Jeder Zauber, den ihr auf einen anderen befreundeten Diener wirkt, wird kopiert und wirkt auch auf den anderen. Okay. Das heißt also, wenn ich ihn jetzt buffen würde, würden die beiden anderen auch gebufft werden. Okay. Juwelenskarabäus, Kampfschrei, entdeckt eine Orkarte, die 3 kostet. Also dieses Entdecken wird ja wahrscheinlich jetzt sowas sein wie hier, ne? Was ich da jetzt bekommen habe, von dem Djinn immer. Nur eine, die 3 kostet. Es ist halt immer random, aber das fand ich jetzt eigentlich recht geil, muss ich sagen. Okay, nächster. Das sieht schon eher aus wie so einer dieser Einwohner von diesem Tempel von Orsis. Wir haben es bis in die Schatzkammer des Tempels geschafft. Okay. Ihr kümmert euch um den Wächter. Und ich mache den Rest. Nämlich nichts. Okay, Ferix, der Sonnendieb. Ferix hat das erste Teil des Stabes. Holt es euch. Mach mal. Segen der Sonne. Passive Feldfähigkeit. Der Besitzer des Schafts der Sonne ist immun. Der Besitzer des Schafts der Sonne ist immun. Okay, das bleibt abzuwarten, was das ist. Ich bleibe ja Schamane. Manche fragen sich vielleicht, warum ich eigentlich immer Schamane spiele. Leute, mit der Klasse habe ich einfach angefangen und ich bin am vertrautesten mit ihm. Mit Abstand, muss man einfach sagen. Und auch wenn er in der Meta gerade nicht so hoch steht, ist mir egal. Er ist trotzdem cool. Okay, das ist dieses Ding, was da in der Mitte steht. Mach mal den mal weg. Ich möchte gerne viel Kleber halten. Der Tusker ist auch nice. Knistern ist, glaube ich, auch in Ordnung. Okay. Ich bin unbesiegbar. Ich sah gerade leider echt. Schnappt euch den Schaft. Okay. Todesröhrchen, übergebt euren Schaft. Okay. Das könnte ja spannend werden. Da wäre eigentlich, ein Taunt-Deck ganz gut, glaube ich, dass wenn man ihn dann bekommt. Oder ein Priest-Deck, dass man den sowieso mit dieser einen Zauberin da sie schnappen kann, weil das Ding hat ja weniger als 2 Leben. Nee, Knister mache ich jetzt nicht. Kann der jede Runde angreifen? So, ein Penner. Okay. Die Wölfe oder Tusker? Tusker. Und perfekt. Ich verteidige den Tempel. Füg bei einem was? Oh Gott. Das ist geil. Okay. Ich würde sagen. Was heißt das? Fügt beiden Helden. Okay, gut. Das heißt, ich mache ihn hier. Dann mache ich. Okay. Stoßtanzsturm. Meins. Ihr werdet brennen. Wobei. Doch, machen wir mal. Der hat die coolen Karten drücken. Toll. So ein Pisser. Ja, man darf eigentlich auch nicht beliefen beim Gewittersturm. War vielleicht nicht ganz so klug. Aber kein Stress, wir haben ja 2. Da kann er auch irgendwas discovern, oder? Nee, ruft einen zufälligen Diener herbei, der 1 kostet, okay. Was machen wir jetzt? Jetzt, wo er nicht immun ist, müssten wir eigentlich die Zeit nutzen und draufhauen. Und damit er nicht vorbeikommt, spielen wir noch ein paar Wölfe. Das ist, denke ich, ganz okay. Ich meine, da muss er jetzt traden, damit er... Okay, Raptor. Dann kriegt er noch einen Pirat. Okay, alles klar. Kein Ding für den King. Okay. Wir könnten jetzt natürlich versuchen... Ja komm, hat er noch ein Leben. Gut, dann Stoß, bla bla bla. Was kriegen wir für ein Totem? Wenn wir ein Heiltotem kriegen, trade ich nicht. Kriege ich aber nicht. So. Wir haben 2-1er Stab. Oh nö. Toll. Bitte. Was das? Oh Gott. Zählt das auch bei meinen? Für alle Diener Schaden, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Okay, kein Stress. Wiedersehen. So.
Ne, den Stab lasse ich Ihnen heute nicht mehr. Noch nö. Ihr habt keine Vorstellung von der Macht des Schaftes. Ja, ich hole mir trotzdem wieder. Ich sag, das ist halt echt geil. Der Schaft besser nicht verlieren. Er ist wertvoll. Okay, das ist also der Schaft des mächtigen Stabs anscheinend. Oh, ich liebe Hearthstone Adventure, Freunde, ohne Scheiß. Ich hab's seit BlackRock so vermisst. Ich mag's einfach. Ich find's einfach saumäßig intuitiv, mit was sie immer kommen. Blizzard hat wirklich auch noch so viele Ideen. Also, hat doch so viel Potenzial. Ich meine, wie viele Raids, wie viele Bosse, wie viele epischen Personen, die man auch teilweise gar nicht kennt. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass er nochmal Flamestrike hat. Sonst war das jetzt gerade ein sehr dummer Zug. Okay, passt. Na, jetzt muss er leider das Totem angreifen. Ich verteidige den Tempel. Das war doof von ihm. Okay. Wollen wir mal ein paar Karten ziehen? Verhexung. Und Dr. Boom. Dann würde ich doch einfach mal sagen, er hat ja 5-2. Ja, mache ich mal das auf ihn. So, bang, bang, Crackle auf ihn. 6. Okay, 2 Schaden fehlen mir jetzt leider. Naja, was soll's. Und wieder Sporttotem. Bis jetzt waren die echt easy, die Bosse, ne? Gebt ihm den Rest. Dass er nicht wenigstens mal versucht, den scheiß Stab zu treffen. Ist halt echt witzig. Okay. Gut, das war's dann mit dem, wie heißt er? Felix. Und Wiedersehen. Orsis rächt mich. Orsis? Ich weiß leider auch nicht, wer Orsis ist. War das dieser eine Prophet? Ich weiß nicht. Wenn Harrison mich jetzt doch nur sehen könnte. Harrison, dann. Ist das normal, dass der Boden so bebt? Oh oh. Jo, da hat er Harrison Jones gemeint. Den wir ja viele auch nur durch Hearthstone kennen. Auch ein Schatzsucher. Ne, diese tolle Legendary, der die Waffe des Gegners sprengt und pro Haltbarkeit dann Karten zieht. Ist, so viel ich weiß, nicht Mitglied bei denen. Bei der Forscherliga. Aber sie kennen sich anscheinend. Beschwörungsstein, ich glaube, der war geil. Jedes Mal, wenn ihr ein Zauber wirkt, wird ein zufälliger Gegner mit denselben Kosten herbeigerufen. Wenn der in der Runde steht? Bei Tempomage? Fragezeichen? Glaubt, es könnte was bringen. Wächter des, des Anubisat. Tut es euch, verleiht einem zufälligen Diener befreundeten Diener plus 3-3. 4-4 für 5. Das könnte bei einem Deathrattle-Deck ganz okay sein, aber bleibt abzuwarten. An sich habe ich mir natürlich auch schon die Karten, konnte ich mir natürlich nicht zurückhalten. Ich habe es mir natürlich angeguckt und ich muss sagen, bis jetzt war ich nicht sonderlich beeindruckt. Also es gibt so 2, 3, 4 Karten, wo ich sage, geil, die könnten echt witzig sein. Aber wenig, wo ich sage, die würden jetzt in der Meta wichtig sein. Wir haben das erste Teil. Jetzt müssen wir nur noch hier raus, bevor wir zerquetscht werden. Ah, Flucht aus dem Tempel jetzt, okay. Der Tempel stürzt ein, lauft! Stoßt auf neue Hindernisse. Flieh. Okay, wir spielen jetzt gegen einen Tempel, der gerade einstürzt. Ich bleib beim Charmen. Never change a winning team. Thrall gegen den einstürzenden Tempel! Eure Zeit ist gekommen. Okay. So, Freunde. Brandwachenzerstörer, Feuerelementar, Totem, Golem. Den auf jeden Fall mal nicht. Und wir kriegen die Wölfe. Okay. Bis jetzt eigentlich auch immer relativ Glück gehabt mit der Hand, muss ich sagen. Also, bis jetzt war nichts da. Der hat gar keine Karten. Die Decke stürzt ein. Monster überall. Beeilt euch. Okay, da wird es wahrscheinlich einfach random was beschwören. 10 Runden bis zum Ausgang. Oder muss ich einfach nur überleben? Ein leuchtender Teich. Seid ihr auch neugierig? Dafür ist keine Zeit. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Durchwarten, erhaltet einen Kristall, zieht eine Karte. Nehme ich jetzt einen Kristall. Kriege ich den dann gleich? Ja, also das heißt ja nicht der Leere. Ich nehme den Kristall. Gut. Also, wie ich es jetzt verstanden habe, muss ich jetzt einfach 10 Runden überleben. Schildkröte, easy. Hey, eine Stachelgrube.
Okay. Erleidet 5 Schaden, erleidet zufällig entweder 10 oder 0 Schaden. Nö, dann nehme ich den safen Weg. Okay, ihr wollt mitten durch die Stacheln? Dann aber los. Was kriegen wir hier? Wir kriegen einen Scheiß. Ja, wir kriegen ja den Schaden gleich wieder zurück. Also da muss man eigentlich ein pures Thorndeck gegen machen, wenn man das auf heroisch macht, oder? Mal ganz ehrlich. Oh Gott, was ist das denn? Wache von Orsis. Nice. Ja gut, den frosche ich mal. Mit dem möchte ich mich jetzt noch nicht rumschlagen. Was haben wir hier? Rollender Fels. Verlichtet am Ende eures Zuges den Diener zur deiner Linken. Okay. Was passiert, wenn ich gar nichts habe? Und wie werde ich denn los? Fragezeichen. Okay, ich spiele einfach alles rechts von ihm. Easy. Polter wird schlimmer. Ich wette, in der nächsten Runde stürzt uns die Decke auf den Kopf. Okay. Hey, das ist ja eine hübsche Statue. Und der Rubin funkelt so schön. Dieser Typ, ey. Wie kann der ein berühmter Forscher sein? Okay, zieht zwei Karten, stellt bei eurem Helden 10 Leben wieder, brauche ich nicht. Oh oh, der sieht aber gar nicht glücklich aus. Oh oh. Ich glaube, er möchte sein Juwel zurück. Ja. Okay, Wölfe auf jeden Fall. Und Spinne. Den matchen wir weg. Easy. Ey, das war gar nicht so schlau. Fuck, ich darf ja nichts links von dem spielen. Ah, vercheckt. Was? Alles gone. Gut, dass ich euch noch retten konnte. Was? Boah, wie, was für eine Scheiße ist das denn hier? Ah, nice, war noch Blutung. War noch Blut. Ja, genau. Wow, okay. Stoß auf euer Hindernis. Wir können nicht zulassen, dass ihr entkommt. Ja, Brudi, was soll ich mal sagen, ne? Ich muss aber da leider durch. Okay, wir ziehen eine Karte. Kriegen Frosch, strosch ich ihn. Ich hab noch 4 Runden. Ich meine, der macht 5 Schaden, das ist auch nicht die Welt, komm. Wir fressen jetzt mal den Schaden. Nochmal ein Hindernis. Jetzt kommt der hier, okay. Okay. Ist ganz schön dunkel da drin. Aber so finden wir bestimmt schneller hinaus. Auf geht's! Okay, und auf meiner Karte steht da nur in Großbuchstaben, hier auf keinen Fall hingehen. Oh Mann, wie alt. Ganz ehrlich, dieser Boss ist mega geil. Das ist mal was richtig, richtig Neues. Geil. Nie im Leben, unternimmt nichts, kommt dem Ausgang eine Runde näher, ruft einen 77er Kriegsgolem herbei. Risiko oder kein Risiko? Ich würde sagen, ich meine, ich habe ja noch ein paar Hexen. Nee, ich lasse es. Ich gehe den safen Weg und werde lieber mal den hier wegschmieren, weil ich es kann. Und werde Dr. Boom spielen. Genau. Ja, das mache ich. So, dann noch ein Totem. Easy. Oh, nice. Nebelrufer. Es wird ganz schön warm hier. Beeilung. Was ist das denn jetzt? Ich erkenne noch nicht mal, was das ist. Oh, Mann. Okay, lauernde Statue fügt am Ende eures... ach so, okay, das war das Vieh hier. Das ist ja ein Penner. Ja gut. Eigentlich ist es ja easy, weil das kann ich einfach den auf den spielen. Dann mache ich noch den Nebelrufer. Und den hier. Feuer. So. Okay. Noch 2 Runden, Leute. Noch 2 Runden überleben. Was ist das denn? Hat der 10-3? Tatsächlich. Ist ja easy. Das ist ja wirklich easy. Warte mal, habe ich noch meinen... Nee, ich habe leider meinen Zauberschaden-Totem nicht mehr. Jetzt habe ich's. Hihi. Wiedersehen. Zum Glück habe ich diesen einen Weg nicht genommen, von wegen einem 177er zu rufen, weil ich glaube, das hätte unter Umständen noch schief gehen können.
Wow, wow. Okay, Leute. Wir sind fast da. Fast da. Ich kann die Sonne schon sehen. Das war's. Okay. Hat er jetzt eine Runde lang nichts gemacht oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Ha, wir haben es geschafft. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich freuen würde, diese Wüste zu sehen. So, und da haben wir auch schon einen Rumpel in Elementar. Fügt einen zufälligen zufälligen Feind 2 Schaden zu, nachdem ihr einen Dynamikkampf ausgespielt habt. Ich bin nicht wirklich überzeugt von dieser Karte, muss ich sagen, weil Kampfschrei, wie viele Schamanenkarten oder Karten, die Shami benutzt, haben Kampfschrei? Nicht viele, naja. Geheimnis, wenn euer Gegner mindestens 3 Diener kontrolliert und einen weiteren ausspielt, wird dieser vernichtet. Ich meine, ey, Paladin hat ja noch nicht schon genug Geheimnisse, die scheiße sind, wa? Dazu sage ich jetzt mal nix. Und Reno Jackson. Kampfschrei, stellt das volle Leben eures Helden wieder her, wenn euer Deck keine Karte mehrfach enthält. Finde ich sehr, sehr geil. Auch ich finde auch alle anderen Forscher, die noch kommen werden, also ich habe mir die Effekte durchgelesen, fast sämtliche Forscher haben wirklich einen sehr, sehr krassen Effekt. Und Reno Jackson ist einer davon, denn ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr habt meinetwegen einen Handlock zum Beispiel, wo ihr aber praktisch wirklich jede Karte nur einmal reinmacht. Ja, also keine doppelten. Somit haltet euch Reno Jackson so oder so voll. Also es muss nicht unbedingt ein Handlock sein, man muss da vielleicht noch ein bisschen ausprobieren, mit welcher Klasse das am besten wäre, aber ja, also Reno Jackson definitiv hat Potenzial. Uralter Schemen, Kampfschrei, mischt einen uralten Fluch in euer Deck. Wenn er gezogen wird, fügt er euch 7 Schaden zu. Dafür kriegen wir einen 7-4er für 4. Bullshit! Und wir kriegen die Klassenherausforderung für Krieger und Hexenmeister. Sie suchen also nach dem Star. Und da sind uns natürlich noch ein paar Diebe auf den Fersen. Ja, okay, Freunde, das war der Tempel von Orsis. Das ging relativ schnell, oder? Mal ganz ehrlich. Na gut. Dann machen wir halt noch die Klassenherausforderungen. Und da war's das doch schon für heute. Moment, ganz kurz noch die Kamera neu starten, weil komischerweise, ich weiß nicht, also ich habe da eine Canon Ligeria, habe ich, eine Kamera, und die schaltet sich irgendwie immer nach einer halben Stunde aus, automatisch. Das kann man bestimmt irgendwie abstellen, ich weiß bloß nicht wie. Okay, gegen den Djinn und den Hexenmeister nochmal. Mit einem vorgefertigten Deck wahrscheinlich, wa? Das ist immer cool, man muss einfach nichts bauen. Okay, Kriegerherausforderung. Auf ein neues schafft ihr es, den Boss mit dem besonderen Kriegerdeck zu besiegen. Als Belohnung wirkt eine Kriegerkarte. Machen wir. Oh, ohne Scheiß. Ich hab's vermisst. Ich hab also wirklich auch damals mit Black Rock, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dieses Kartenabenteuer. Und leider hat auch diesmal der Benny nicht so viel Zeit, beziehungsweise auch heute keine Zeit. Ich wollte es eben am Tag des Releases, wollte ich es eben immer raushauen. Und ich bin da mit der Zeit ein bisschen flexibler als er. Deswegen ging es nicht. Okay, das sieht ziemlich stark nach einem Taunt-Deck aus. Ich nehme mal die 2. Jupp. Okay. Nehmen wir mal die Zielattrappe. Die habe ich noch nie in meinem Leben gespielt. Aber bis jetzt muss ich wirklich sagen, also ich fand es sehr leicht, muss ich wirklich sagen. Es war sehr leicht, aber wow. Also gerade dieser Orsis-Tempel, der einstürzt, geil. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, was der auf heroisch macht. Also auch der Djinn. Es ist natürlich immer so ein bisschen random, aber wow, wow. Was nehmen wir da am coolsten? Ne, war Thanos. Karte ziehen, easy. Mann, 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 ey. Also die, vor allem, also gerade die Heldenfähigkeiten, wie sie gestaltet sind, auch das neue Spielfeld ist schön. Bis jetzt, muss ich sagen, geil. Habe ich richtig, richtig Laune drauf, wie es da weitergehen wird. Und dann kommt eben halt der blöde Teil an diesen Erweiterungen. Man muss immer eine Woche warten. Eine ganze Woche, oh Gott. Naja, was soll's. Königsverteidiger, Kampfschreier, erhält ein... die Karte habe ich noch nie eingesetzt, nur so zur Info. Deswegen, einmal, wenn ihr einen Diener Schott kontrolliert. Okay, mache ich gerade nicht, deswegen mache ich es jetzt auch gerade nicht. Wir gucken mal, was die Wunschkarte uns bringt. Wir haben Rache, Befehlsruf oder Kampfeswut. Ich würde sagen, Rache wäre ganz, wär ganz gut. Machen wir doch gleich mal. Und wir haben gleich diese neue Waffe, genau. Die finde ich nämlich eigentlich ganz interessant, weil ich meine, sie, die verfluchte Klinge,
verdoppelt den Schaden, den wir erleiden würden durch diese Waffe. Das heißt, wenn wir jemanden traden mit dieser Waffe, kriegen wir doppelten Schaden. Gut, erst einmal haben wir meistens relativ viel Rüstung. Gut, zu dem Zeitpunkt, wo wir die spielen, wahrscheinlich eher nicht. Aber solange wir facen damit, ist es ja okay. Lädt also ziemlich ein, sie in einem Pirate Warrior zum Beispiel zu stecken. Mal gucken, wofür die uns noch nützlich sein wird. Erstmal Wunschkarte. Ich kann kaum fassen, dass das geklappt hat. Entdeckt einen Zauber, entdeckt einen Diener. Geil. Leroy auf jeden Fall. Und zermatschen, Schild haben wir nicht, zermalmen, Befehl, machen wir mal zermalmen. Das ist immer ganz handy und trendy. So. Sieht doch ganz gut aus, was wir da haben, oder? Was meint ihr? Aber der muss einfach als, ich denke, war gerade als Heroic-Boss wird dieser Boss dann doch recht schwer sein. Aber es bleibt abzuwarten. Weil ich meine, jetzt spielt er ja eigentlich auch nicht so starke Viecher. Er agiert auch manchmal ein bisschen dumm, also anstatt, also die Bosse haben an sich ein bisschen dumm reagiert. Von wegen, anstatt dass er richtig tradet, ne, dass alles weg ist, geht er lieber mit einem Face. Hm. So, wir gehen erstmal mit ihnen rein. Dann spielen wir, wie viel hat das? 3? Okay, das heißt, er wird um 3 billiger, dann kostet er nur noch 1. Okay, das heißt, wir spielen den hier. Spiel das hier und spiel das hier und dann gucken wir mal, was wir hier noch kriegen. Magnatauren Alpha fügt auch dem benachbarten Diener eines Ziels Schaden zu. Ansturm. Finde ich besser. Nee, aber auch gerade ein Torn-Deck gegen Dejin, habe ich ja schon gesagt, hätte ich eh gemacht, weil den Zorn, Jungs, die dürfen auf keinen Fall durchkommen. Scheiß Fackel. Oh. Sie dürfen nicht durchkommen. Wisst ihr noch? Schade, die sind durchgekommen, aber ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Wir können Paladin und Dean, okay. Dann nehmen wir mal den Schlitzspuckel. Da würde ich jetzt heldenhafter Stoß nehmen und den traden. Wir müssen irgendwie versuchen, uns jetzt mal so eine kleine Barriere aufzubauen, dass er jetzt erstmal damit nicht mehr durchkommt. Scheißfackel. Ach komm, ey. Du Pisser. So, noch mehr. Schade, Bro. Schade. Okay. Ah, nochmal schade, Bro. Hm, noch ein Nervotron. Peng. Und drauf. Genau. Sieht eigentlich recht okay aus bis jetzt. Gucken, was da noch kommt. Habe ich überhaupt die letzten Wunsch-Dinge aktiviert? Ja, habe ich. Hey! Immer schön alles wegknallen, Junge. Genau. Oh, der neue Skarabäus. Da wählt er sich eine Karte aus. Man sieht nicht, was er ausgewählt hat. Auch gut zu wissen. Gut. Dann... langsam müssen wir einfach mal ein bisschen Schaden machen. Was meint ihr? Entdecken wir erstmal einen Zauber. Toben. Nice. Ein Diener. Schildmaid, nice. Also wenn ich jetzt Leroy spiele, mit Toben zusammen, macht er 9 Schaden. Das heißt also für 7, 9. Und dann könnte ich dann ab nächste Runde 9 plus 7 haben wir 16 Schaden. Das reicht noch nicht ganz. Deswegen hauen wir nochmal einen Spottler raus, würde ich sagen. Und ja, bereiten hier mal ein bisschen... sozusagen ein bisschen was vor. Genau. Der Affe mit Waffe. Also selbstverständlich könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie euch das Adventure bis jetzt gefallen hat. Aber ich glaube wirklich, die müssten sehr, sehr viel falsch machen, bis ich sage, das Adventure war kacke. Ich muss, bis jetzt mein Lieblingsadventure muss ich sagen, was war denn das? Ich denke Naxxramas. Ich denke bis jetzt war es wirklich Naxxramas, weil es war irgendwo das erste, ne? Das ist ein Grund. Ist natürlich, ja, also für mich ist es so ein Grund, weil, ne, ist so der Vorreiter gewesen.
Und es hat wirklich schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Das war, glaube ich, so mein Anhaltspunkt, dass ich gemerkt habe, wow, richtig geil. Warte mal, habe ich jetzt nicht schon genug? Ich glaube, das reicht sogar. Machen wir einfach mal. So, toben. Achso, das muss verletzt sein. Olli, wo hast denn du lesen gelernt? Egal, reicht es halt noch nicht ganz. Halt. Ah, doch, oder? Verleiht einem Diener mit Sport plus 2-2. Doch. Ach, allen! Ich sollte echt mal einen Torn Warrior ausprobieren. Ich hab die Karte nie richtig gelesen. Ich dachte, das geht nur für einen. Okay. Nice. War ja easy. Obsidian-Zerstörer. Ruft am Ende eures Zuges einen Skarabäus mit Sport herbei. Ich verstehe nicht, warum diese Karte existiert. Freunde, wenn ihr am Ende eines Zuges einen Sportler wollt, dann macht doch einen scheiß Hogger rein. Dann braucht er doch nicht diesen 7-7er teuer Geld bezahlen und dann kriegt er einen 7-7er. Gefundenes Fressen für einen Big Game Hunter. Also ich finde ziemlich unnötig, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass die was bringt. Und der Sonnendieb mit der Gul'dan-Karte. Hexenmeister-Herausforderung auf ein neues. Schafft ihr den Boss mit diesem besonderen Hexenmeister-Deck zu besiegen? Als Belohnung winkt eine Hexenmeister-Karte. Nice. Ich finde die sowieso, die klassenbezogenen Herausforderungen, sehr interessant, weil man eben ein Custom-Deck bekommt und man sieht meistens auch, was so die Idee hinter diesen Karten ist, falls man nicht schon drauf gekommen ist. Okay, sind wir jetzt hier voll in Vollgas-Modus? Fragezeichen. Ja, das sieht nach einem ganz normalen, ziemlich schlechten Demon-Deck aus. Ich bin unbesiegbar. Okay. Schnappt euch den Schaft. Das ist die neue Karte, Rafams Fluch. Euer Gegner erhält ein Exemplar von Verflucht. Solange er diese Karte auf der Hand hat, erleidet er jeden Zug 2 Schaden. Okay. Spielen wir noch den Zornwächter. So. Was? Was bringt das denn bitte? Ich will doch eh den haben. Natürlich greife ich den an. Den brauchst du doch nicht erst zu spotten. Tja, jetzt kriege ich aber auch leider keinen Schaden mehr. Schade, Bro. Verzeihung. Spielt ihr gern mit Feuer? Aber echt geil eigentlich, ne? Das ist halt wie Mal'Ganis, ne? Dass ihr, wenn ihr den ganzen Haufen Dämonen habt, oh, der macht mir jetzt leider auch nicht mehr weh. Schade, Bruder, schade. Bevor ich den Stab verliere, zerstöre ich den lieber gleich, dass den sein Effekt auch nichts mehr macht. So. Drauf. So, jetzt schmeißt er erstmal den Fluch ab. Nee, nicht. Nee, macht er gar nicht. Ich verteidige den Tempel. Also, das ist halt so geil, ne? Die bringen sich praktisch selbst um. Was soll das denn bringen? So, peng. 10 Schaden rein. Peng, peng. Mann. Ganz schön starker Kerl. Aha. Oh Mann. Wie schade. Ja, okay, komm. Easy. Oh, komm mal. So. Dann Sonnendieb Ferix das zweite Mal geschmiert. Das war easy. Das war echt verdammt easy. War ja schon fast ein bisschen OP. Nee, also wirklich in der Erweiterung bis jetzt, also in dem Hearthstone-Adventure, kommen mir die Gegner noch sehr, sehr fair vor. Und vor allem eher dumm, muss man sagen. Also sie spielen teilweise einfach blöd. Naja. Unheimlicher Trödler. Kampfschrei entdeckt eine Karte, die 1 kostet. 2-2 für 2. An sich keine schlechte Karte, aber in was für ein Deck soll man die machen? Das wird ein klassischer Fall für Arena wahrscheinlich sein. Ja, Freunde. Und das war's. Das war der erste Flügel von Die Forscherliga, dem neuen Hearthstone Adventure bei den Aufregers. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und ich freue mich schon auf den nächsten Flügel nächste Woche. Ich hoffe natürlich, dass ich es diesmal schaffe, jeden Tag, also praktisch immer täglich, dieses Ding hochzuladen, praktisch an dem Tag, wo es erschienen ist, am Release-Datum auch dann
eben nachts aufzunehmen und dann mittags hochgeladen zu haben. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich es schaffe. Das hängt immer davon ab, wie ich arbeiten muss. Aber auf jeden Fall spätestens einen Tag später werdet ihr es dann erleben. Ich wünsche euch Spaß. Die Forscherreise geht weiter nächste Woche. Euer Olli von den Aufregers.